1994 verließen die russischen Streitkräfte Deutschland und damit auch Wünsdorf. Hier ein paar Impressionen aus dem Jahre 1996. Verfallene Häuser, verbotene Stellen, alte Militärtechnik. Überlebtes. Ein Kontrollpunkt der Luftstreitkräfte. Das Wartehäuschen für den Autobus. Bizarre Konstruktionen für Plakatwerbung. Hier wohnten die Offiziere und ihre Familien. Der Bahnhof Wünsdorf. Hier verkehrten täglich Züge nach Moskau. Heute, 1996, fährt hier eine Regionalbahn nach Berlin. An manchen Stellen sieht es noch richtig russisch aus. Magazin. Und einiges stammt noch aus der Zeit davor. Autokosmetika, Autopflege. Damskis Salon. Ein Friseurladen. Druzhba heißt Freundschaft. Und Frott heißt Eingang. Eine Fleischerei. Gegenüber wird schon neu gebaut. Aber auf dieser Seite scheint eher alles kaputt zu sein. Produkte, Lebensmittel, Spielgeräte in einem ehemaligen Kindergarten. Und das ist wohl übrig geblieben. Nicht rauchen. Kinderwelt, das beliebte Kinderkaufhaus. Wenn man um das Areal herumfährt, erahnt man vielleicht die riesigen Dimensionen. Thank you.
Die ehemalige Brotfabrik. Früher Heeressportanstalt, dann Haus der Offiziere, das Diorama, die Schlacht um Berlin und Lenin. Die Bulakow-Villa, benannt nach dem letzten Befehlshaber der sowjetischen Streitkräfte, Generaloberst Bulakow. 1996 war hier ein kleines Museum eingerichtet worden.